hallo Mutti. Ja, du hör mal, ich bin gerade beim Arzt, ne? Ich kann jetzt nicht hier reden. Ja, ich bin wegen dem Bein hier. Wegen dem Bein. Ach, Mutti, mir tut das Bein weh. Ja, ich bin ja bei dem neuen Doktor jetzt, ne? Der alte ist ja tot. Doje, ich nehm ihn hin. Wie der heißt? Ich glaube, der heißt Dr. Med. Med, glaube ich. Ja, ja. Der soll sehr gut sein. Ja, wegen dem Bein bin ich hier. Da warst du doch dabei, als der Kleine mich da vorgetreten hat. Das böse kleine Girl. Komm on. In dem Wartezimmer sitz ich allein rum und hab so Angst. Was sind das bloß für komische Finger, die ich da hab? Gestern war es bloß der Rücken. Jetzt kann ich mich nimmi bücken. Da geh ich dran gehust. Da hab ich echt Angst für. Da hätte Angst für. Das ist der Wartezimmerblues. Das ist der Wartezimmerblues. Und der kriegst du nur, wenn du ins Bild und zum Arzt musst. Der nächste bitte. Mein Leben ist nicht einsam, mein Handy ist mein Partner. Na sowas! Ey, ja, der ist schon Facebook-Formel, die haben dasselbe Problem. Dort drüber fang ich an zu suffen, und dann liebe ich mich. Wir lieben mich alle. Herr Schmitz, sprecht mal eins bitte. Ja, wir alle. Das ist der Wartezimmer-Blues. Das ist der Wartezimmer-Blues. Und der kriegst du nur, wenn du ins Bild und zum Arzt musst. Wenn ich das Wartezimmer sehe, voll bis unters Dach, frage ich mich oft, was ich hier eigentlich mach. Tag ein, Tag aus seh ich nur Kranke, keiner ist hier nur wegen mir. Das tut mir nicht gut, das tut nicht gut. Nur Kranke und Pharma-Referenten, das ist alles, was ich hier seh. Das tut mir nicht gut. Frau Fischbeingeräte, bitte jetzt sofort im Sprechzimmer frei. Der arme Doktor. Ach, mein lieber Herr, das sind solche Schmerzen. Da bin ich richtig von Sinnen, wenn ich diese Schmerzen in der Brust habe. Gucken Sie mal, hier tut es weh, genau hier. Die Alte macht mich fertig, da krieg ich Kopfing-Funk. Die hält echt auf der Zunge. Ha, und schlafen kann man bei den Schmerzen überhaupt nicht, schon mal gar nicht allein. Langsam hält die mich noch kranker, bin ich froh, wenn ich dran bin. Die ist immer so. Schmerzen doch immer allein, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wartezimmerblues. Das ist der Wartezimmerblues. Und der kriegst du nur, wenn du ins Bild und zum Arzt musst. Patienten, der Herr Doktor musste leider zu einem Notfall außer Haus. Wir bitten um Ihr Verständnis. Come on. Im Wartezimmer zu sitzen, das ist der blanke Wahn. Der blanke Wahn. Jetzt sitze ich hier schon seit 2 Stunden rum. Und ich seit gestern. Was für ist der echt bekloppt? Wir gehen hin, ihr Sünder, wir teilen unser Leid. Im Wartezimmer. Wartezimmerblues, das ist der Wartezimmerblues. Und der kriegst du nur, wenn du ins Bild und zum Arzt musst. Wir gehen jetzt nach Haus. Das ist der Wartezimmerblues, das ist der Wartezimmerblues. Und der kriegst du nur, wenn du ins Bild und zum Arzt musst. Bin ich jetzt dran? Hallo, lieber Bruder. Mein Name ist Petrus. Ich heiße dich im Himmel herzlich willkommen. Wir werden uns gleich um dich kümmern. Nimm doch bitte so lange noch im Wartezimmer Platz.